In diesem Video wird das Schultergelenk Articulatio humeri thematisiert. Insgesamt spielen für die Beweglichkeit der Schulter fünf Gelenke eine wichtige Rolle. Diese werden in echte und Nebengelenke unterteilt. Die echten Gelenke sind das Articulatio sternoclavicularis, das Articulatio acromioclavicularis und das eigentliche Schultergelenk Articulatio humeri. Zu den Nebengelenken zählen das subakromiale Nebengelenk. Es handelt sich hierbei um ein Gleitlager aus Schleimbeuteln zwischen dem Schulterdach und der Rotatorenmanschette und als zweites das Schulterplattothoraxgelenk, ein Gleitlager aus lockerem Bindegewebe zwischen dem Musculus serratus anterior und Musculus subscapularis. Zusätzlich sind noch das Ligamentum costoclavicularis und das Ligamentum coracoclavicularis, deren Verlauf bereits durch deren Namen klar wird, einmal Schlüsselbein zur ersten Rippe bzw. Schlüsselbein zum Prozessus coracoideus, für die Beweglichkeit wichtig. Nur durch das Zusammenspiel aller gerade genannten Strukturen wird die große Beweglichkeit im Schultergelenk möglich. Das heißt, bei allen Bewegungen gleitet das Schultergelenk im lockeren Bindegewebe zwischen Musculus serratus anterior und Musculus subscapularis. Der Nachteil dieser hohen Beweglichkeit ist die schwache Stabilität, da die knöchere Sicherung und die straffe Bandführung nicht ausreichend vorhanden ist. Aus diesem Grund spielt die muskuläre Sicherung eine entscheidende Rolle. Nichtsdestotrotz sollen hier die Bänder jetzt vollständigkeitshalber noch erwähnt werden. Das Ligamentum coracohumerale, Ligamentum coracoglenoidale und Ligamenta glenohumeralia. 45% aller Luxationen sind Schultergelenksluxationen, meistens nach vorne oder vorne unten. Bei der ersten Luxation braucht es ein starkes Trauma. Später genügt oft schon eine ungünstige Bewegung zu einer weiteren Schulterluxation. Das nennt man habituelle Schulterluxation. Die Kapsel ist hinten sehr dünn, vorne wird sie durch drei Bandstrukturen, Ligamenti glenohumeralia superior, mediale und inferius, verstärkt. Im unteren Bereich hat die Gelenkskapsel eine Aussackung, Recessus axillaris, die als Reservefalte bei der Abduktion dient. Bei langer Schonhaltung kann der Recessus axillaris verkleben, was zu Bewegungseinschränkungen führt. Aus diesem Grund wird das Schultergelenk bei längerer Ruhigstellung in abduzierter und leicht anteversierter Stellung fixiert. Das Ligamentum coracoacromiale bildet mit dem Prozessus coracoideus und den Acromion das Schulterdach, das die Lage des Humeruskopfs in der Pfanne sichert und somit die Bewegung nach kranial begrenzt. Das Articulatio acromioclavicularis ist ein planes Gelenk mit straffen Bändern und somit nicht sehr beweglich. Im Schultergelenk, dem beweglichsten, aber auch anfälligsten Gelenk des Menschen, artikulieren der Oberarmkopf, Caput humeri, und die Schultergelenkspfanne, Cavitas glenoidalis, miteinander. Es handelt sich hier um ein Kugelgelenk mit drei Freiheitsgraden. Die Gelenkspfanne ist 3 bis 4-mal kleiner als der Kopf und wird am Rand durch die Gelenkslippe Labrum glenoidale noch etwas vergrößert. Viel wichtiger sind jedoch die Rotatorenmanschette, die den Humeruskopf in die Pfanne presst. Mehr Infos zur Rotatorenmanschette findet ihr im oben stehenden Video. Zahlreiche Schleimbeutel spielen eine wichtige Rolle für die Funktion des Schultergelenks. Die Bursa subacromialis und die Bursa subdeltoidee ermöglichen ein reibungsloses Gleiten des Humeruskopfs unter das Schulterdach während der Abduktion bzw. Elevation. Die Bursa subtendinea musculi subscapularis vermindert unter der Sehne des Musculus subscapularis liegend die zwischen Sehne und Scapula auftretende Reibung und kommuniziert mit der Gelenkshöhle. Auch die Bursa subcoracoidea kommuniziert mit der Gelenkshöhle. Die maximale Bewegung des Schultergelenks wird immer über das Mitbewegen des Schultergürtels erreicht. Deshalb soll hier auch die Bewegungsmöglichkeit des Schultergürtels thematisiert werden. Ein Heben und Senken ist von 40 bis 10 Grad möglich, das Vor- und Rückführen 30 bis 25 Grad. Bei der Abduktionsbewegung wandert der Angulus inferior, also das untere Eck des Schulterblatts, bis zu 10 cm nach lateral und der Angulus superior 2 bis 3 cm nach medial-caudal.
Die Bewegungen der Schulter selbst sehen wie folgt aus. Prinzipiell spricht man bis 90 Grad von einer Anteversion bzw. Abduktion. Alle Bewegungen über 90 Grad werden als Elevation bezeichnet. In der Horizontalachse ist eine Anteversion bis 150 bis 170 Grad möglich. Die vollständige Anteversion bis 180 Grad ist durch die Streckung der Wirbelsäule möglich. Die Retroversion ist bis ca. 40 Grad möglich. Bei 90 Grad abduzierten Arm, diese Bewegung nennt man oft Horizontalbewegung, sind 130 bis 160 Grad Anteversion und 40 bis 50 Grad Retroversion möglich. Auch hier sind die Kranangaben immer mit Vorsicht zu genießen und individuell sehr unterschiedlich. Eine Abduktion ist bis zu 160 bis 180 Grad möglich, eine Adduktion 20 bis 40 Grad. Ab ca. 90 Grad erfolgt automatisch eine Außenrotationsbewegung. Dadurch wird die Kompression des Tuberculum majors gegen das Schulterdach verhindert. Bei Innenrotation ist eine Abduktion nur bis ca. 60 Grad möglich. Bei der Innen- und Außenrotation wird der Unterarm als Zeiger genutzt. Die Innenrotation ist bis 70 Grad und die Außenrotation bis 60 Grad möglich. Bei 90 Grad abduzierten Arm kann man bis 90 Grad außen rotieren und bis 70 Grad innen rotieren. Die maximale Innenrotation wird durch den Rumpf behindert. Nimmt man den Arm hinter den Rücken, entspricht das daher 95 Grad. Wie bereits erwähnt, ist das Schultergelenk anfällig für Verletzungen. Beim Sturz auf die Schulter oder den ausgestreckten Arm kommt es oft zur Luxation des Acromioclavicular-Gelenks und oder Verletzungen der acromioclavicularen Bänder. Als Klaviertastenphänomen wird die lateral höher stehende Clavicula bezeichnet. Je nach Schwere der Verletzung unterscheidet man zwischen Tossi 1 bis 3. Tossi 1 ist eine Überdehnung der Ligamenti acromioclavicularis und coracoclavicularis. Tossi 2 ist die Ruptur des Ligamentum acromioclavicularis sowie Subluxation des Acromioclavicular-Gelenks. Und Tossi 3 ist die komplette Ruptur aller Bänder und eine vollständige Luxation. Eine weitere häufige Problematik ist der schmerzhafte Bogen- oder Impingement-Syndrom. Es entstehen Schmerzen bei der Abduktion zwischen 60 und 120 Grad. Häufig ist der Grund eine verkalkte und somit verdickte Supraspinatussehne. Es kommt zu einer schmerzhaften Einengung der Sehne unter dem Acromion und der Bursa subacromialis.